Anpfiff. Es ist endlich wieder soweit. Die Bundesliga startet in die nächste Saison. Wir sind in der dritten Saison unseres genialen, überragenden FM13 Let's Plays als deutscher Meister. Starten wir eben jetzt in die nächste Saison mit einem, ich möchte sagen, etwas aufgefrischten, etwas mobilisierten Kader. Gerade in der Offensive nochmal ein paar Kräfte dazugeholt. Aber ansonsten stehen wir richtig schön im Saft, möchte ich sagen, mit erfahrenen Bundesliga-Akteuren und guten Spielern aus der letzten Saison, ganz klar, die wir über mitgenommen haben. Und jetzt sind wir ja schon, ja, Wijnaldum geht hier ziemlich ruppig zur Sache. Schon mal gleich eine gelbe Karte hier nach 6 Minuten. Er will auf jeden Fall ein Ausrufezeichen setzen, aber das sollte er doch eher vor dem Tor tun. Gut, okay, also was heißt es, was gibt's zu sagen? Es gibt noch eine große Verlautbarung von mir. Ich habe wieder mal in die Nachrichten reingeschult, bevor ich das Spiel angepfiffen habe. Und zwar hat Manchester United die 14 Millionen angenommen, die sich um den Transfer von Martin Hinteregger gehandelt worden sind. Aber das wäre für uns im Großen und Ganzen gar kein Problem, weil erstens haben wir Alternativen auf der Position und zweitens, wenn er in England ein gutes Jahr spielt, können wir ihn für 10 Millionen, das ist nämlich Vertragsbestandteil, für 10 Millionen wieder zurückholen. Also alles im grünen Bereich, möchte ich sagen. Das lassen wir uns nicht entgehen. Den Erfahrungswert nimmt er mit. Traoré mit seinem ersten Bundesliga-Tor. 1:0 für Lakina Traoré. In der 14. Minute. Scream and shout und los geht's. Der Hamburger SV ist auch souverän in die neue Saison gestartet. Es geht so weiter, wie wir aufgehört haben. Und ich hoffe mal, dass wir wirklich noch viele, viele Tore von ihm sehen werden. Unseren Hünen in der Offensive. Lakina Traoré wurde nicht als oder war nicht mal einer der teuersten Transfers, die dieses Jahr von der Bundesliga getätigt worden sind. Ich glaube, 13 Millionen haben wir für ihn bezahlt. Ich muss noch mal reinschauen, ich bin mir gar nicht sicher. Aber wie gesagt, er ist nicht der teuerste, aber einer der wertvollsten, wenn es denn so weitergeht hier. Ganz klar, Rudnes, einer der ganz großen Gewinner der Vorbereitung, hat gute Partien gemacht, von der Form her richtig topfit. Atom-Rudnes, und auf ihn zu verzichten, wäre da auch blöd. Warum sollen wir ihn denn aussortieren? Er hat ja uns in den letzten ein, zwei Jahren wirklich sehr, sehr viele Buden gemacht, die auch wichtig waren. Und von daher gehört er da ganz klar auch mit zum Kader. Schauen wir doch mal aber jetzt. Aber ganz wichtig ist auch zu gucken, wie sich die weiteren Akteure, die eben noch auf der Bank sitzen, wie die sich eben dann zwangsläufig in die Rotation einfinden. Ob wir diese gute Stimmung, die dann eben immer noch vorherrscht hier beim Hamburger SV durch den Gewinn der Meisterschaft, ob wir das noch weiter fortführen können, ob wir diese mitnehmen können und auf dieser, ich sage, kleinen Euphoriewelle so ganz gemütlich durch die Liga schippern können. Oh, Riesenmöglichkeit für Thiago Neves! Riesenvorlage hier für die Hoffenheimer. Eine richtig gute Chance in der 28. Minute, dass er sich das hat entgehen lassen. Ein Glück für uns. Das ist Traoré, arbeitet auch weit mit nach hinten, obwohl er das gar nicht muss und gar nicht soll. Möglichkeit jetzt wieder für die Hoffenheimer hier im Konter. Und ihr seht, das Tempo in der Bundesliga gerade zu Beginn ist ziemlich hoch. Es ist hart angepfiffen hier. Araujo versucht da, sich ein bisschen Platz zu schaffen. Und eigentlich war das doch nur mehr oder weniger Körpersprache, was er da hat gezeigt. Aber es gibt Freistoß für die Hoffenheimer. Vorsicht, Adler mit dem Faustschlag erstmal Befreiung schaffen im 16-Meter-Raum. Yeah, schönen Kopfball durchgesetzt. Jetzt nochmal. Van der Vaart direkt weiter auf Jorginho. Wijnaldum gegen Werner. Der macht das gut. Er schickt jetzt hier sofort Serge Gnabry. Der versucht Traoré direkt zu bedienen, aber der Ball war etwas zu kurz. Des kleinen Flügelflitzers, der ja in die Startelf reingekommen ist für einen verletzten Jansen. So muss man sagen. Auf seiner Position spielt normalerweise Maxi Beister. Unser Nachwuchsakteur Nummer 1, ganz klar, Maxi Beister aus der eigenen Jugend und zeigt sich auch immer noch richtig gut. Da ist er, gleich am Ball, er spielt auf links für Marcel Janssen. José Lu und da ist Gnabry. Der Gnabry direkt weiter auf Traoré, versucht jetzt hier Rudnes da ins Spiel zu bringen, aber der verliert den Ball, da war einer weniger. Nochmal Gnabry, ja, verliert den Zweikampf gegen Del Pierre. Jetzt muss er schnell zurück und auch wirklich viel mit nach hinten arbeiten. Ansonsten kommen wir da echt in Schwulitäten. Aber gut gemacht von Beister, gut gemacht von Traoré. Pfosten! Riesending! Tolle Schusstechnik von Lakina Traoré. Richtig gute Möglichkeit hier für uns, um auf 2:0 zu erhöhen. Nochmal, Wijnaldum, der Meister des Sofortpasses. Wieder Wijnaldum, der wartet nicht lang, zögert nicht lang. Diesmal aber Fehlpass von ihm. Und Hoffenheim mit einer Möglichkeit.
Schade. Es reicht nicht ganz. Wir führen 1-0, aber hätten auch gut und gerne 2-0 führen können. Aber auch die Hoffenheimer hatten eine richtig gute Möglichkeit. Von daher gehen wir mal ganz entspannt in die Halbzeitpause und gucken uns das Ganze ein bisschen an. Wijnaldum noch nicht wirklich gut in der Partie mit der gelben Karte und kommt hier auf eine Note von 4,5. Da müssen wir auf jeden Fall mit ihm sprechen und motivieren. Das kann er besser, das wissen wir. Und das würde uns auch noch, denke ich mal, im Laufe der zweiten Halbzeit zeigen. Weitere Top-Akteure, die auf der Bank sitzen und heute auf einen Einsatz hoffen, sind unter anderem Çanakkale, unser Defensivmann Kouyaté, aber auch ein Rajkovic, der im letzten Jahr ja hervorragend gespielt hat. Den kann man auch noch bringen, da müssen wir mal schauen. So, okay, wir motivieren ein bisschen und wir massieren ein wenig. Halbzeitansprache, denke ich mal, in der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Und dann können wir eigentlich loslegen und gehen in die zweiten 45 Minuten. Schauen wir mal, wie Wijnaldum reinkommt, so die ersten 10, 20 Minuten. Und dann werden wir vielleicht auch noch auswechseln. Schauen wir doch mal. Gnabry. Ah, verliert wieder den Ball. Er ist ein bisschen haperlich da vorne. Das könnte er besser mit ein wenig Übung. Dann soll er lieber abspielen. Wieder Fehlpass von Gnabry. Er ist ein bisschen die Schwachstelle auf der rechten Seite. Da geht ihm noch nicht so wirklich, ich sage mal, die Gefährlichkeit ab, die man eigentlich braucht, um da vorne schöne Pässe zu spielen. Ah, schade. Wijnaldum kommt nicht durch, aber da ist Aogo. Auf Wijnaldum, direkt weitergeleitet auf Rudnet, aber der kommt nicht ran. Schade. Erstmal Hoffenheim, die kommen da hinten gar nicht raus. Rudi jetzt, versucht es wieder, aber da ist Wijnaldum, stellt sich in den Pass. Gut gemacht. Lakina Traoré, schnelle Drehung, da macht das gut. Versucht da direkt auf Wijnaldum zu spielen, aber der Verteidiger hat den Fuß dazu drin. Aber jetzt hier wiederum Möglichkeit für uns. Wir geben richtig Gas, übles Pressing hier vom HSV. Wir machen richtig Dampf, richtig Druck. Traoré, aber der kommt nicht durch. Da ist Gnabry, Beißer, Rudnets. Ich dachte, das Beißer wäre es, aber es war Rudnets, der da knapp verzieht und vorbeischießt. Riesending, die nächste richtig große Möglichkeit für uns, für den Hamburger Sportverein hier in der heimischen Imtech Arena. Selbstverständlich ausverkauft. Traoré. Und wieder Hamburg in der Offensive. Erstmal rüber auf Gnabry, schauen wir mal, was er jetzt macht. Wieder Fehlpass, schade. Oh, da muss man aufpassen, dass er da nicht ganz so schroff reingeht. Das könnte eigentlich besser, also wie gesagt, er ein bisschen neben der Form heute, neben der Spur. Da könnte er sich ein bisschen besser organisieren. Serge Gnabry. Aber wir schauen mal. Delpierre. Thiago Neves, Wijnaldum passt auch auf, geht mit in die Defensive, das Jung. Oh, Salihovic, abseits, Gott sei Dank, der Ball kam gut durch. Genau in den Tunnel. Wir gucken mal, dass wir jetzt anfangen auszuwechseln. Ja, Gnabry. Wen können wir denn da bringen? Müssen wir mal schauen. Ja, ich würde mal sagen, wir bringen dort mal einen Çanakkale. Und gucken mal, wie die weitere Verlauf der Partie ist. Im Zweifel nehmen wir die beiden, also Çanakkale und auch Wijnaldum dann vielleicht sogar in die Mitte. Wir schauen mal. Hier. Da ist wieder Gnabry. Auf Traoré. Erstmal den rüber auf Maxi Beister. Schöner Flügelwechsel, aber Rudner ist ein bisschen statisch. Könnte sich ein bisschen mehr bewegen. Schade. Wijnaldum. Schön weitergeleitet auf Rudner. Wieder Wijnaldum. Passt gut auf. Jetzt Rudnets. Jetzt weiter auf Traoré. Kein Abseits. Traoré 2-0. Ja, der hat eine Schusstechnik. Der hat es auch wirklich drauf, der Junge. Kommt und siegt. Zwei Tore. Lakina Traoré verewigt sich jetzt schon mal in der Torschützenliste. Sind die schön hier in der Sport und dann dauert es nicht lang. Sofort die Drehung, Schuss und Tor. Und die Stimmung ist richtig gut, ich denke mal, die Musik ist gar nicht so verkehrt. Ich habe mir noch was Kleines vorbereitet, im Zuge der Musik beenden, Wijnaldum oder Raphael van der Vaart treffen sollten. Also hoffen wir mal, ob das nochmal passiert. Konnten wir eigentlich bisher immer von ausgehen, haben ja richtig viele Treffer gemacht, auch im letzten Jahr. Schauen wir doch mal. Wir müssen mal schauen, sobald die Champions League losgeht. Ich denke mal, nächste Woche wird es die Auslosung geben der Gruppenphase, wo wir dann landen werden. Da hat noch eine ganze Menge Spannung ist da drin in den nächsten Text oder zumindest in den nächsten 2D-Videos, die dann hochgeladen werden in den Zwischen- und Nachberichten. Oh, Sami! Riesending hier für Hoffenheim. Ich quatsch da von der Champions League und Hoffenheim kommt hier zu einem richtig guten Abschluss. Ich würde sagen, an der Stelle, wir wechseln nochmal aus. Ja, jetzt bringt ein bisschen was in die Defensive vielleicht. Ja, ich würde sagen, Hinteregger, wenn der wirklich verkauft werden sollte, müssen wir jetzt Kouyaté mal reinbringen und gucken, wie der sich gibt. Also,
Checo Kouyaté, einer der beiden Neuverpflichtungen, die sich eben auch direkt in der direkt in der näheren Stammelf oder an der Stammelf heranbewegen mit Lakina Traoré und Kouyaté, aber auch ein Bahel Beck, der noch auf der Bank sitzt als Joker-Stürmer, den wir langsam aufbauen wollen. José Lu, gut gemacht von Rafael van der Vaart. Direkte Weiterleitung jetzt auf Rutnes, aber ja, dem fehlt da so ein bisschen jetzt die Ballannahme. Nicht gut gelöst. Volland auf Kier, der rettet. Jung direkt weiter auf Çalhanoğlu. Und der ist ja geübt, der kann ja gut. Ah, schlechter Pass von Wijnaldum. Haben wir auch schon besser gesehen. Jetzt nochmal vielleicht. Über Beister. Nochmal zurück auf Wijnaldum. Legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Ja, er ist nicht ganz drin heute. Er ist nicht ganz in Höchstform, aber das haben wir von ihm schon wesentlich besser gesehen. Spielt so ein bisschen neben ihn, was für ein unglaubliches Tor von José Lu für Hoffenheim. Unglaublich, Riesending, Direktabnahme im Lauf und Adler Edgar Schlagen, gar keine Chance. Ein wunderschönes 2:1, was wir hier sehen, obwohl es natürlich gegen uns ist. Trotzdem muss man an der Stelle ganz neidlos anerkennen, ein richtig schönes Tor der Hoffenheimer von José Lu. Jetzt wird es nochmal gefährlich, da müssen wir nochmal aufpassen, dass wir da nicht jetzt unter Bedrängnis geraten und die Hoffenheimer hier zurück ins Spiel lassen. 87. Minute, Çalhanoğlu, ähnlich schlecht wie Gnabry auf rechts, also das können sie besser, die Jungs. Die müssen erst noch ein bisschen zusammenfinden vielleicht, es fehlt noch ein paar Ecken, muss noch gefeilt werden und natürlich werden wir daran arbeiten, gerade in den Zweikämpfen hier, Rutnes gegen Firmino, aber man kann sich noch halbwegs durchsetzen. 2 Minuten Nachspielzeit. Jetzt nach mir ginge, könnte auch abpfeifen. Mir reicht's, ich brauche kein Tor mehr. Der Hoffenheimer, wieder eine Möglichkeit über Volland. Jung, der kommt jetzt ein bisschen spät. Jung ist geschlagen, Volland bringt den Ball nochmal in die Mitte. Da ist Adler mit dem V-Schlag und rettet in allerletzter Not. Wir gewinnen 2:1, ein wenig glücklich am ersten Spieltag. Es war noch kein richtiges Ausrufezeichen für größere Chancen oder sage ich mal, für größere Möglichkeiten. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Das war ein gutes Ergebnis. Wichtige 3 Punkte zum Saisonauftakt. Das ist wichtig als Meister. Die muss man haben. Und dann würde ich sagen, wir arbeiten weiter dran, dass wir noch ein bisschen kompakter stehen. Noch ein bisschen offensiver, stärker. Und dann haben wir noch eine ganze Menge zu feiern. Hier sind sie, die Jungs. Bis gleich im Nachbericht.